Das Lied der Fischerin vom Bodensee hat Tradition bei der Flottensternfahrt der deutschen, Schweizer und österreichischen Ausflugsschiffe. Das Wetter war jedoch in den vergangenen 50 Jahren nicht immer so lausig wie heute am Jubeltag. Selbst für routinierte Bodenseekapitäne wie Stefan Grieble eine Herausforderung. Vor allen Dingen spielt da auch äußere Einflüsse wie Wind und Strömung mit. Und da muss man schon sehr vorsichtig agieren und das kann auf keinen Fall ganz schnell gemacht werden. Internationale Sektübergabe gelungen, wobei unklar bleibt, wer wem den besseren Schaumwein kredenzt hat. Es ist schon ein Highlight nochmal zusätzlich mit dem schönen Ambiente in Konstanz und ist was Besonderes. Denn in Konstanz wird zugleich das Jubiläum dieser steinernen Frau gefeiert. Die Imperia ist im Laufe von 30 Jahren zum Wahrzeichen von Konstanz geworden. Aktueller denn je. Das Bigotte in der Kirche wird doch da auch so ein bisschen dargestellt und das finde ich gut. Die meisten Leute, die kommen natürlich auch nur wegen der Imperia und das ist einfach unser Markenzeichen und sie hat ja auch eine tolle Geschichte hinter sich, weil sie ja eigentlich verboten ist oder verboten wurde und dann in so einer Nacht- und Nebelaktion aufgebaut wurde. Bei ihrer Enthüllung war die Imperia nämlich umstritten. Schließlich stellt sie eine Kurtisane aus der Zeit des Konstanzer Konzils dar. Trotz ihres 14 Tonnen Gewichts soll sie ein leichtes Mädchen sein, hieß es überall. Weil der Künstler bis zuletzt das Ausmaß ihrer Rundungen geheim hielt, strömte zur Enthüllung reichlich Publikum aus allen Bodensee-Anliegerstaaten. Ein Publikum, das sich inzwischen längst mit der Statue angefreundet hat. Und für so manchen Bodensee-Kapitän ist die Jubilarin längst Kult. Die ist sowas von aktuell. Ich fahre seit über 30 Jahren in den Hafen ein. Ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Und es ist eigentlich ein richtiger Augenschmaus. Hier im Hafen, früher war so ein rostiges Gelumpe da gestanden, so ein alter Leuchtturm. Imperia, ich finde es toll. Die Menschen am Bodensee feiern ihre Wahrzeichen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen für eine gelungene Jubiläumssaison.